Ein Haus, als hätten es Kinder gezeichnet, so voll von Fantasie und Leben, gelb und warm wie die Sonne. Warum gibt es nur so wenig gelbe Häuser? Natürlich ist es eine Kalkfarbe. Der Hausherr weißelt sein Haus alle paar Jahre selbst und rührt sich die Farbe selber an aus Eisenoxidpulver und verdünnter Kalkmilch. Und die ist wieder aus 6 Jahre altem Sumpfkalk, den glücklicherweise noch ein Baugeschäft in der Nähe anbietet. Nur Kalkfarben leuchten so warm. Das Gelb wird prächtig gehoben durch die weißen abgesetzten Streifen und die Faschen rund um die Fenster. Und dazu steht als schönster Dreiklang das Grün der Fensterläden und das der hohen Spalierlatten und dann das glänzende Laub der alten Birnbäume, die da über das Spalier gezogen sind. So ein Haus wirkt lebendig vom Keller bis zum Dach. Überall die Spuren der Hände. Liebe, Sorgfalt, Pflege, Wärme, Zärtlichkeit, das alles strahlt so ein Haus zurück. Die belebte Wand, die Spuren der Hände, das ist das Geheimnis aller alten Häuser. Alte Häuser sind Handarbeit, das macht sie so kostbar und lebendig. Mit der Axt wurden die Balken beschlagen und mit dem Hobel die Bretter geglättet und freihändig wurde der Putz angetragen. Nur mit der Kelle möglichst glatt gestrichen, ohne Putzleiste und Latte. Gesimse, Ecken, Fensterleibungen, alles frei und schnell und sicher angetragen. Dünn, 2 Lagen nur. Man spürt noch die feinen Unebenheiten des Mauerwerks darunter. So ein Putz überzieht das Haus wie eine lebendige Haut. Da spielen Licht und Schatten, wenn die Sonne drüber streift und die Farben leuchten in 100 Reflexen. So ein Haus, so eine Wand lebt, das ist Handarbeit von keiner Maschine zu erreichen. Heute geht schon fast die halbe Arbeitszeit damit verloren, dass der Maurer mit Haken, Leiste und Latte sich bemüht, das Haus so kantig und peinlich exakt zu glätten, als ob es die Tiefziehpresse ausgespuckt hätte. Noch immer wird der Putz in den meisten Fällen mit der Hand angetragen, aber der Handwerker hat die Konkurrenz mit der Maschine aufgenommen und heraus kommt die gleiche sterile Nüchternheit, die kalte Glätte aller synthetischen Fließbandprodukte. Der neue Putz sitzt wie eine Maske, starr und ohne Leben. Aber immer peinlich wird es, wenn der Maurer sich bemüht, am Ende in die dicke Schminke doch noch Leben hineinzubringen und mit der Kelle kecke Schnörkel reißt oder Löcher oder Wurmgänge hineinreibt. Das ist kein Handwerk, das ist Pfusch. Da wird Lebendigkeit mit Lautstärke verwechselt und mit Grobheit. Und Handarbeit mit rustikalem Kitsch. Wie diese urigen eisernen Hausnummern und Türgriffe aus dem Warenhaus, in die die Maschine wilde Kerben hineinstanzt, damit es echt und alt aussieht. Hickhack, das der Dorfschmied früher als schlechten Lehrlingsscherz in die Abfallkiste geworfen hätte. Hier bringt das übergroße Schlafzimmerfenster mit den abgeschnittenen Wurstzipfeln allein schon endlose Unruhe. Dazu der schmachtende Operettenbalkon. Und zudem allen noch dazu dieser Beulenputz, der das Haus wie Krätze und Aussatz überzieht. Auch diesen ganzen kühnen Bogen hat's erwischt. Bauen Sie doch bitte keine Rundbogen. Überlassen Sie das den Friedhöfen oder rechts- und linksrheinischen Weinstuben. Aber bauen Sie um Himmels Willen keine solchen gequetschten Parabelbögen mit ausgegrätschten Füßen. Der Beulenputz macht diesen Bogen besonders gruselig. Es gibt Putze, die tragen schon Namen zum Fürchten, aber die Wirklichkeit ist noch viel schlimmer. So gibt es den Zyklopenputz, den Nesterputz, den Sichelstrich, den Fächerschlag, den Tränen- und den Tropfenputz. All diese traurigen Konditorkünste sind furchtbar aufwendig und teuer. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, sind sie immer noch nicht ausgestorben. Und wie alles Umständliche gelten sie so quasi als Meisterstücke edler Handwerkskunst. Damit sollten die Fachschulen endgültig einmal aufräumen. Besonders hässlich wirkt es,
Wenn so ein kostspieliger Konditorputz dann unten kniehoch mit dem Rasiermesser abgesäbelt wird, damit es sich da am Gras ja nicht schmutzig macht. Wenn das Haus im Hang steht, wird so ein Ärmelschoner oft noch in Sprüngen und in Treppen geschnipselt, was die Unruhe noch steigert. Und dann wird dieses Schmutzkragerl auch noch dunkel angestrichen, damit es ja recht auffällt. Diese Unsitte sollten Sie nicht mitmachen. Jetzt stehen unsere Häuser sowieso schon leider meist auf Kellern, die viel zu hoch aus dem Gelände herausragen. Wie auf einem Wagenheber. Und viel zu große Keller- und Hobbyraumfenster verstärken noch die Unbeholfenheit und Gestelztheit. Das alles muss man doch nicht noch einmal extra betonen durch den Putz. Ziehen Sie den Putz bis zum Boden herunter. Oder wenn Sie nun den Schnipselkragen schon mal haben, streichen Sie ihn wie den Putz. Setzen Sie Pflanzen davor und Büsche. Holen Sie das Haus herunter, soweit es nur geht. Jeder Putz ist eine Handschrift. Und wie jede Handschrift sagt er sehr viel aus über den Maurer, auch über den Bauherrn, vor allem aber über den, der es macht, den Maurer. Ob er Temperament hat und Fantasie, oder ob er verkrampft ist und pedantisch, ob er Gespür hat und Geschmack, oder ob er halt nur dick aufträgt. Hier sollten es Felsen werden. Die ganze teure Fleißarbeit ist nur zu Semmelschmarren und Rührei geworden. Warum muss so ein neues Haus immer so klinisch und steril, so aus dem Ei gepellt sein wie ein Firmling im Matrosenanzug, der Schläg kriegt, wenn er sich einmal ins Gras setzt? Da wäre ein ganz ähnliches Haus, in den Maßen nicht viel anders, auch ein Haus in Franken. Aber wie viel fränkischer, freundlicher, gelassener, heiterer, wie einladend, warm, umgängig ist dieses Haus geworden. Ein Haus zum Benützen, zum Hinsetzen, zum Anfassen, zum Anlehnen. Ein Haus, das man nicht schonen muss. Wie viel Leben steckt hier in dem Putz, der nach uralter Sitte nur mit der Kelle frei angeworfen und in einer Stärke von 2, 2,5 Zentimetern grob zugestoßen wurde, wie die Maurer sagen. Ein Glättputz, ein Zweilagenputz, auf das Mauerwerk ein Spritzwurf und dann ein Sumpfkalkmörtel mit gemischtem, eher grobem Sand von 0 bis 8 mm Korngröße. Es wird keine Putzlehre, keine Latte verwendet, um etwa eine durchgehende einheitliche Höhe zu erreichen. Das ist dann genau die dicke Schminke, die alle Falten wegbügeln möchte. Nein, hier geht es nur mit Augenmaß, die Mörtelschicht einheitlich 2 cm ungefähr, dann hält sie am besten wie eine Haut. Putz von unterschiedlichen Dicken reagiert unterschiedlich auf Regen, Wärme und Kälte. Das kann zu Rissen führen. Und dieser Putz wurde auch nicht mit einem großen Scheibbrett glatt gebügelt und zugerieben, sondern nur mit dem Kellenrücken oder der sogenannten kleinen Traufel glatt gestrichen. Wenn er etwas angezogen hat, so spürt man noch den groben Sand und die vereinzelten Steinchen. Aber nichts ist hier peinlich urige Absicht, keine langen Wurmgänge, keine Stege, keine Streifen, keine Nester, kein Filzen und kein Hin- und Hergereibe. Das Ganze muss sehr schnell und locker gehen und sicher, jede Korrektur nimmt nur den Rhythmus. Ein Putz, der auch nach jahrelangem Kalken noch lebendig geblieben ist. Wie eine gute Bildhauerarbeit. Es wäre ein katastrophaler Irrtum, etwa zu glauben, die belebte Oberfläche der alten Putze sei aus Schlamperei entstanden. Alte Putze sind mit Sumpfkalkmörtel geputzt. Der beste Kalkmörtel wird aus fettem, eingesumpftem Kalk angemischt. 18 Monate soll er mindestens in der Grube gelegen haben. Je älter er wird, desto besser ist er. Eine Kalkgrube mit Wasser bedeckt, die sollte also bei jedem alten Bauernhof sein. Sie macht sich bezahlt. Und zumindest ein Blechfass voll davon sollte auch in jedem Eigenheim stehen. Denn Baustoffhändler führen in ihrem überquellenden Sortiment fast nur noch Fabrikware
mit 6 Monaten Garantie. Eine Kalkgrube pflegen die wenigsten. Auf einen Kalkputz gehört ein Kalkanstrich. Am besten ist es, den Putz noch in nassem Zustand mit Kalkmilch einzuschlemmen. Dann wird die Verbindung am innigsten, al fresco, so wie sie früher die Kirchen ausgemalt haben. Ein Kalkanstrich gibt dem Putz auch seine schönste Oberfläche und er schützt ihn am allerbesten. Kalkmörtel kristallisiert an der Luft, bleibt dabei immer elastisch. Es gibt Jahrhunderte alte Außenputze, die in ihrer Qualität durch nichts übertroffen werden können. Einen solchen gesunden Putz abzuschlagen, das ist Unsinn. Nicht nur, weil er schöner ist und ein Dokument alter Handwerkskunst. Ausbessern ist auch billiger als neu verputzen, solange die Schadfläche unter 50% liegt. Nur muss wieder mit Kalkmörtel gearbeitet werden, nicht mit Zement. Zementputz hält nicht auf Kalkputz und weichem alten Mauerwerk, weil er mehr Spannung hat. Das gibt unweigerlich Risse. Und Zementputze dunkeln auch nach. Das gibt hässliche Flecken auf der Fassade, vor allem bei feuchtem Wetter. Wichtig ist, dass der Putz zur Oberfläche hin immer weicher wird. Früher putzte man oft nur in einer einzigen Lage. Heute sind 3 Lagen üblich: Spritzwurf, Unterputz, Oberputz. Aber die Lagen müssen nach außen hin immer weicher werden. Nie umgekehrt. Harte Kruste auf weichem Untergrund reißt. Zement, wenn überhaupt, nur in die unterste Lage. Auf den Spritzwurf direkt auf den Mauerstein. Es gibt leider immer noch Maurer, die so als Garantie ein Spitzerl Zement hineinmengen. Das ist leider falsch. Nie Zement in die letzte Lage mischen. Es geht beim Putz nicht um höchste Härte oder um Wasserdichte, es geht um Elastizität und um Dampfdurchlässigkeit. Durch Sonneneinstrahlung und Kälte, durch Tag und Nacht, durch Innenwärme und Innenfeuchte, Hitze und Nässe von außen entstehen so viele Spannungen und Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede in einer Hauswand, dass es vor allem auf ausgleichende Fähigkeiten beim Putz ankommt. Das weiß man heute, nachdem wir alle möglichen Überraschungen und Bauschäden mit der Beschichtung mit Plastikfarben und Kunststoffputzen hinter uns haben. Die neuen Worte atmungsaktiv und diffusionsfreundlich lassen die Problematik auch für den Laien erkennen. Man sollte sich da an amtliche Prüfzeugnisse halten. Eins ist jedenfalls sicher: Kalkmörtel und Vollziegel haben die Prüfung bestanden seit der Römerzeit. Sie kommen in allen modernen Testen am besten weg. Und Kalk und Sand liegen noch genügend herum, die ganzen Alpen voll. Öl wird knapper. Und Reparaturen an einem Kalkputz kann man zur Not auch selbst ausführen. Für Spezialputze brauchen Sie immer wieder den Spezialisten. Kleine Häuser sollten feinere Putze bekommen, sonst wirken sie wie ein brutales Reibeisen. So ein großes Stadthaus wie dieses aber verträgt schon eine ausdrucksstärkere Struktur. Auch hier ist es aber bei einer sehr dezenten, gezügelten Lebendigkeit geblieben. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal diese Kante an. Wie schön jetzt diese ganzen Bewegungen vom Putz bis vor in die Ecke kommen. Und wie man das eben sieht, dass sowas mit der Hand gemacht ist. Und nicht hier Brett mit Nagel befestigt und dann eine ungeheuer scharfe, messerscharfe Kante hingebastelt wird. Das dauert ja so lang, das verschlingt so viel Arbeitszeit. Wenn einer das hier freihändig hinwirft, das geht viel schneller und das wirkt halt so lebendig wie ein gezeichneter Strich. Das andere wirkt wie am Lineal gezogen und das ist einfach tot. Und welch ein Vorteil nebenbei, auch wenn an der Ecke einmal wirklich etwas abgestoßen wird, man merkt es kaum. Es braucht also keinen groben Keilschriftputz und keine Dampfnudelbuckel
Unser Blick ist nur, scheint es, vergröbert. Und so sind es auch die Formen. Allmählich leben wir zwischen ziemlich groben, verwahrlosten Formen. Ein verkümmertes Gefühl, ein Misstrauen in die Wirkung des Einfachen und des Leisen, das ist wohl die Grundursache für den vielen Lärm um nichts zwischen unseren neuen Häusern. Putze sind Offenbarungseide. Schamlos geben sie alle Fehler preis, deutlich und ärgerlich, auch für den Laien. Ob es nun Schlamperei auf der Baustelle war, schlechte Materialien, geizig gemessen, ob es an Mängeln der verwendeten Materialien oder Industrieerzeugnisse lag, oder ob es unlogische, gequälte Einfälle von Architekten waren, die wieder einmal noch nie Dagewesenes ausgeknobelt haben. Am Putz wird das alles am schnellsten sichtbar, schamlos unübersehbar. Putz ist Wind und Wetter ausgesetzt, die äußerste Oberfläche. Schutz und Schönheit des Baukörpers können gewinnen oder katastrophal verlieren. Beim Putz sollte man also wirklich nicht sparen. Wirkt so eine ganz normale, harmlose Siedlung nicht hundertmal anständiger, freundlicher, lebendiger als der steile, angeknapperte Zahn von eben? Eine Siedlung von Johannes Ludwig ohne Spektakel, unauffällig, aber nach 12 Jahren Benutzung kann man es sagen, eine der besten, die im Nachkriegsmünchen gebaut wurden. Und sie wird wieder den Architekturstudenten gezeigt, wenn man zeigen will, was solid und schlichte Baukunst ist. Bescheiden auf den ersten Blick ist auch der Putz ein Rauputz, ein Rieselspritzer, uralt, schon an Münchner Stadthäusern aus der Gotik zu finden, aber immer noch eine der schönsten Strukturen für Außenputz und eine der haltbarsten. Wie wohltuend hier der Rauputz die Fertigbetonbalkone mit in die Fassade einbezieht. Nur, es sollten unbedingt runde Riesel sein, wie man sie im Fluss findet. Kein gebrochener Steinschutt, das sieht feiner und freundlicher aus. Gebrochen wirkt er wie Reibeisen. An diesem Haus hat man 2 kleine Probestellen angeworfen. Da kann man jetzt sehr schön unterscheiden, was für Wirkungen man mit so einem Münchner Rauputz erreichen kann, je nachdem, was für eine Korngröße man nimmt. Das ist also der größere, das ist ungefähr, sind diese Steinchen alle 1 Zentimeter im Durchmesser. Auch recht üppig drangeworfen. Und da sieht man, dass das also eine ganz feste, sogar hier ohne Sonne, eine sehr starke Struktur gibt. Während das untere etwa um ein Drittel kleineres Korn ist. Und ein bisschen weniger auch. Dazu noch sehr kleine Steinchen. Was eine sehr viel leichtere, weichere Oberfläche ergibt. Das muss man halt beachten. Und da kommt es sehr darauf an, wie groß etwa ein Haus ist. Ob es so eine starke Struktur überhaupt verträgt. Zum Beispiel hier verkraftet das kleine Haus die viel zu grobe Struktur ganz einfach nicht. Hier wirkt es wie im Steinbruch. Und auf ganz merkwürdige Weise schleimig, zäh und klebrig. Dieses Haus scheint zu tropfen und zu triefen, wie Max und Moritz, die aus der Brotteigwanne heraussteigen. Hier ist so viel Putz angeworfen worden, dass er wieder abgetropft ist, wie aus einer Tropfsteinhöhle. Rauputz kann übrigens auch eine Katastrophe sein in Innenräumen, da gehört er ganz einfach nicht hin. Manche Weinstuben scheinen es für den Gipfel der Gemütlichkeit zu halten, wenn man sich den Hinterkopf wundreibt. Hier ist wieder so ein kühner Parabelbogen. Und da zeigen sich die Nachteile des Rauputzes besonders deutlich. Er kratzt ganz einfach schon beim Hinsehen. Wer durch so einen Bogen geht, hat das Gefühl von Hautverletzung.
Tür- und Fensterleibungen, überall, wo der Körper mit der Wand in Kontakt kommt, da sollte man ihn lassen und lieber glatt verputzen. Da sieht man jetzt nochmal sehr schön zwei Prinzipien, an die ich auch bei der Gelegenheit erinnern möchte. Man braucht nicht hier drinnen eine Stahlkante, die ein Haus ja immer so ungeheuer scharf und ungut macht. Wenn man sich schützen will vor Stößen und Abbrüchen, dann kann man einfach hier diese untere Kante bis etwa 1,30 Meter hinauf abrunden. Und das nimmt von vornherein schon diese scharfe, rechtwinklige Kante weg, die halt wirklich gefährdet ist. So eine runde Kante ist nicht gefährdet. Und dann sieht man hier sehr schön, wie der Untergrund aussehen muss für einen Putz, den man ganz herunterzieht. Da ist nämlich bis hier herauf reiner Zementmörtel. Es geht also bis hierher und da fängt erst der Kalkputz an. Und jetzt kommt als letzte Lage dann über das alles hinunter bis zum Boden der neue Putz. Und das lässt dann so ein Haus richtig herauswachsen. Man braucht nicht diesen furchtbar harten Treppenabschnitt da unten. Es hält auch so. Wichtig ist nur, dass halt der Untergrund hart ist. Und es darf keine Bodennässe aufsteigen. Wenn der Boden wirklich nass ist, schafft man das mit einer knappen Lage Kies vor der Wand. Aber sehen Sie bitte noch einmal den Unterschied zum Haus mit Stelzen und düsterbraunem Schmutzkragen. So ein 0815-Haus steht einfach nicht am Boden. Es hockt über den Krüppelkoniferen wie ein Fakir auf dem Nagelbrett. Beim Putz kommt es auf Kleinigkeiten an. Auf jedes Detail, das ist die Kunst dabei. Der Maurer ist der größte Künstler auf der Baustelle. Der letzte Handwerker, auf dessen Hand es wirklich ankommt. Auf den Schwung, auf den Griff, aufs Temperament, auf seine Handschrift. Mit einem guten Putz kann er auch einem schlechten Haus noch auf die Beine helfen. Er kann aber auch ein gutes Haus total vernichten.